Ich steige jetzt direkt ein. Werdet jetzt so 60, 70 Minuten für meinen Vortrag brauchen. Das heißt, ihr könnt euch alle mal schön zurücklehnen, euch freuen und es auf euch wirken lassen. Es wird für jeden was Neues dabei sein. Und das kann ich jetzt schon sagen, für alle, die gerne noch tiefer einsteigen möchten in die Materie, die sich vielleicht auch weiterbilden möchten im Bereich Darmgesundheit oder die eine Darmerkrankung haben, wo sie nicht so richtig weiterkommen und wirklich mal praktisch und auf den Punkt eine Anleitung haben wollen, die sich bewährt hat, die komplett auf dem wissenschaftlich neuesten Stand ist und die nachweislich geniale Ergebnisse erzielt, werde ich am Ende noch was für euch haben. Ansonsten, allein in der nächsten Stunde, werden sich, denke ich, viele Fragezeichen über euren Köpfen auflösen. Es wird viele neue Impulse geben, viele Sachen, die ihr vielleicht mal ausprobieren könnt. Und ich freue mich sehr, ja, über unsere gemeinsame Zeit. Für alle, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich mal ganz kurz vorstellen, weil wir immer ein paar neue Gesichter dabei haben, aus allen möglichen Berufs- und Bevölkerungssparten, was ich besonders cool finde. Mein Name ist Martin Auerswald, ursprünglich Biochemie und molekulare Biotechnologie studiert, weil ich wissen wollte, was ist eigentlich Leben, was ist Gesundheit, was macht uns krank, was macht uns gesund. Und habe schon im Studium ganz bewusst die Schwerpunkte auf Darmgesundheit und Immunsystem gesetzt, weil ich hier einen besonderen Schwerpunkt gesehen habe. Da werden wir gleich noch dazu kommen. Darmerkrankungen nehmen stark, stark zu. Und die konventionelle Medizin hat hier nur begrenzte Möglichkeiten. Habe dann seit 2018 diverse Gesundheitsmagazine aufgebaut, die heute mehrere Millionen Menschen im Jahr erreichen. Und das Thema Darmgesundheit, es hat sich einfach immer durchgezogen wie so ein roter Faden. Habe dann später in meiner Selbstständigkeit den Schwerpunkt auf Naturheilkunde, Mikronährstofftherapie, Mykotherapie, Immuntherapie gesetzt. Und auch da, ohne Darm geht gar nichts. Und ich habe sogar mal eine Doktorarbeit angefangen im Bereich Crohn und Colitis, habe dann eine neue Therapie entwickelt, habe auch direkt mit den Erkrankten zusammengearbeitet. Das war ein Uniklinikum Erlangen, falls das jemand kennt. Und mein Ziel war quasi, eine neue Therapie zu entwickeln für Crohn-Colitis-Betroffene. Soll heißen, Medikamente. Soll heißen, ein relativ großes Pharmaunternehmen hat dann sehr viel Geld reingesteckt in mein Projekt, damit ich auch alles habe, was ich brauche, um auch ja gute Ergebnisse und klare Ergebnisse, soll heißen, pro Medikamente am Ende rausbekomme. Habe aber in meinen Studien gemerkt, dass es so 50, 60 Naturstoffe gibt, die genau dasselbe können wie meine Medikamente. Und diese Naturstoffe konnten genauso die Entzündungen im Darm bei den Betroffenen runterregulieren, teilweise sogar komplett ausschalten. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die Natur schon längst die Lösung hat, warum noch mehr Medikamente entwickeln? Und habe mich dann gegen eine Karriere in der Forschung und Pharmaindustrie entschieden, und habe mich auch dazu entschieden, das, was ich jetzt mache, Menschen zu zeigen, was sie selber tun können für ihre Gesundheit, fernab der Medikamente, beziehungsweise ergänzend zu Medikamenten. Wer das gerne machen möchte, ist eine Option. Aber ich möchte nicht, dass irgendjemand nur Medikamente nimmt und denkt, so, da hoffe ich jetzt mal aufs Beste. Und gerade beim Thema Darmgesundheit kann ich sagen, auch bei Crohn-Colitis, ich habe die Leute gesehen, ich habe deren Historie einsehen können. Mit den Medikamenten und Operationen alleine ist es nur in etwa 30, 40% der Fälle getan. Bei den anderen Menschen war es so, dass die Medikamente teils angeschlagen haben, teils gar nicht. Und da, wo die Medikamente angeschlagen haben, haben die irgendwann eine Resistenz entwickelt. Das heißt, es war eigentlich ein Spiel gegen die Zeit, bis es den Leuten so schlecht ging, dass der komplette Darm rausoperiert werden musste. Also der komplette betroffene Darm. Und ich habe aber in den letzten Jahren, jetzt in meiner Selbstständigkeit, auch in der Zusammenarbeit mit Ärzten, Heilpraktikern, auch Patienten, gemerkt, dass es teilweise schon reicht, die Ernährung umzustellen, den Körper mit Nährstoffen, Naturheilmitteln zu versorgen, dass die auch bei Crohn und Colitis in schweren Fällen, dass es zwischen 3 und 9 Monate dauert, bis sie wirklich komplett beschwerdefrei sind und auch diese Beschwerdefreiheit, heißt Remission, halten konnten. Und da wurden dann Medikamente nur noch optional und das heißt, diese Menschen konnten ein beschwerde- und sorgenfreies Leben führen. Und genau das, was ich gelernt habe und das, was ich da angewandt habe, und auch so das Wissen aus meiner klinischen Forschung habe ich hiermit einfließen lassen. Sowohl in das Webinar als auch
in das, was ich dann am Ende noch vorstellen möchte, wer tiefer einsteigen möchte. Ist nichts Neues, ist schon ein paar tausend Jahre bekannt. Der gesunde Darm ist die Wurzel aller Gesundheit. Der Tod sitzt im Darm, der Darm ist der Vater aller Trübsal. Es gibt unzählige Sprüche, Zitate, selbst aus der Antike und im Altertum. Das wirklich immer wieder darauf zurückkommt, dass der Darm absolute Wurzel zur Gesundheit ist. So, ein paar haben jetzt gesagt, ich soll lauter sprechen. Jetzt habe ich mal mein Mikro ein bisschen lauter gemacht. Werde ein bisschen näher rangehen. Und ich hoffe, jetzt ist es besser. Gut. Ansonsten empfehle ich Kopfhörer, weil jeder hat ein anderes Endgerät. Manche gucken das auf dem Handy, manche auf dem Fernseher, manche auf dem Laptop. Am besten ist der Ton mit Kopfhörern. Aber ich hoffe, dass es trotzdem jetzt in einer Lautstärke ist, wo es jeder versteht. Super. Danke für Ihr. Das finde ich dann, das ist das Coole bei Live. Dann fällt es nämlich auf und dann kann ich reagieren. Sehr schön. Gut, kleiner Inhaltsüberblick. Was werde ich in der nächsten Stunde erklären? Ich werde mal den Überblick über den Darm geben, seine Aufgaben, ein paar leckere Fakten mitgeben. Dann werde ich ein bisschen über Darmerkrankungen sprechen, was so die Häufigkeit und die häufigsten Darmerkrankungen sind. Und ich denke, das sind ein paar Zahlen, wo jedem hier die Kinnladen runterklappen werden, weil der Darm einfach interessant ist. Ja, wirklich Superlative. Aber Darmerkrankungen mittlerweile so verbreitet sind, wo ich mich frage, warum reden da nicht mehr Menschen drüber? Und ich werde die fünf Säulen der Darmgesundheit mitgeben, also das Kernelement dieses Vortrags sein wird, und am Ende noch eine Möglichkeit vorstellen für alle, die noch tiefer in die Materie einsteigen möchten, die sich weiterbilden möchten, oder Betroffene, die sagen, ich brauche jetzt noch ein bisschen mehr, muss mir an die Hand genommen werden, um ein beschwerdefreies Leben zu führen. Weil, sagen wir ehrlich, eine Stunde Webinar reicht nicht aus, um alles zu vermitteln, was es zu wissen gibt. Aber es ist, denke ich, eine gute Möglichkeit, für 80, 90% der Leute hier Mehrwert zu schaffen, Fragen zu beantworten und vor allem Praxistipps mitzugeben, wie ihr euer Leben noch gesünder gestalten könnt und vor allem euren Darm noch gesünder gestalten könnt. So. 70% aller Immunzellen sitzen im Darm. Das heißt, unser Darm ist in erster Linie unser Immunsystem ist in erster Linie im Darm lokalisiert. Das heißt, wer ein gesundes Immunsystem haben möchte, sollte auch schauen, dass es dem Darm gut geht. Geht es dem Darm gut, geht es eigentlich auch dem Immunsystem gut? Und wenn es, ja, und also das sind auch Themen, wo in den letzten 3 Jahren einfach niemand drüber gesprochen hat. Alle haben nur über Impfungen und Lockdowns und Masken gesprochen. Keiner hat über das Immunsystem oder über den Darm gesprochen und was die wirklich brauchen und wie die uns wirklich schützen können. Und auch da gibt es schöne Studien mittlerweile, die einfach schön ignoriert wurden in den letzten 3 Jahren. Wir haben 30 Billionen Mikroorganismen, die sich in unserem Darm tummeln, vorwiegend im Dickdarm. Also ist eine ganze Menge. Wir haben genauso viele körpereigene Zellen in uns als Fremdzellen. Heißt Mikroorganismen, Bakterien, Pilze. Und die Viren kommen dann noch dazu. Viren sind was Eigenes. Aber wir haben genauso viele eigene wie fremde Zellen. Das heißt, diese fremden Zellen, das heißt unsere Darmflora, das ist eigentlich ein eigenes Organ. Es wird auch immer mehr als eigenes Organ aufgefasst in der Medizin. Und dieses Organ soll gepflegt werden. Und was passiert, wenn dieses Organ krank wird? Das nennt sich Colitis ulcerosa. Dann beginnt das Immunsystem im Grunde die eigene Darmflora anzugreifen. Das ist mein neues Verständnis von Colitis. Der Magen-Darm-Trakt ist insgesamt 10 Meter lang. Also wenn man wirklich also der beginnt ja hier im Mund, bis zum Ausgang sind es etwa 10 Meter. Aufgewickelt im Bauchraum, was ich ziemlich cool finde. 50 Tonnen, so viel essen wir im Laufe eines Lebens. 50 Tonnen, das sind, ich glaube, 8 Elefanten. Elefant wiegt so 5, 6 Tonnen. Ist eine ganze Menge. Und das geht alles da rein, unten raus, durch ein ganz kleines Rohr mit einer riesigen Oberfläche und das nur eine Zellschicht dick ist. Und dem sollte es gut gehen, damit wir auch diese 50 Tonnen gut verdauen und vor allem die Nährstoffe aufnehmen können, die unser Körper braucht. 0,005 Millimeter, so dick ist unsere Darmwand, hat allerdings eine Oberfläche von 200 bis 400 Quadratmetern. Das ist je nachdem, auch wie alt man ist, wie gesund man ist, das ist so zwischen einem Tennisplatz und einem halben Fußballfeld. So groß ist die Oberfläche in unserem Darm, aber so dünn wie ich glaube, das ist ein Zehntel von einem Haar. Also super dünn, eine Zellschicht. Riesige Oberfläche, eine Zellschicht dick. Und das macht den Darm halt auch anfällig für Probleme.
Und wo es vielleicht in der Steinzeit noch okay war, weil wir uns natürlich ernährt und natürlich gelebt haben, schießen wir heute ein Eigentor, weil der Darm eben auch anfällig ist. Und die Darmerkrankungen, die heute so verbreitet sind, sind die direkte Konsequenz von diesem Fakt. 90% aller Glückshormone in unserem Körper sitzen nicht im Gehirn, sondern im Darm. Wahrscheinlich sind es eher 95%. Das Serotonin, unser Zufriedenheitshormon, das GABA, unser Entspannungshormon, so über 90% werden die im Darm gebildet. Das heißt, wie es uns geht, auch psychisch gesehen, entscheidet sich auch in erster Linie im Darm. Es gibt eine Verbindung, den Vagusnerv, das ist der größte Nerv in unserem Körper, der geht zwischen Darm und Gehirn. Das heißt, geht es unserem Darm gut, geht es unserem Gehirn gut und andersrum. Das heißt, auch psychische Erkrankungen, Alzheimer, Parkinson, Depressionen stehen sehr, sehr eng im Zusammenhang mit der Darmgesundheit. Und deswegen wird auch immer mehr in der Psychiatrie in Richtung Darmgesundheit geforscht und gehandelt. Also die Darmgesundheit ist etwas, was wirklich durch die Bank weg unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden beeinflusst. Und vor allem heute, wo viele Menschen vielleicht auch schon mehrere Problemchen, mehrere Baustellen haben, ist der Darm eigentlich immer das Erste, wo wir beginnen sollten. Die Aufgaben des Darms in aller Kürze, was soll der Darm eigentlich machen? Was sind seine Aufgaben? Natürlich Nährstoffaufnahme, dann die enzymatische Spaltung von Nahrungsbestandteilen, also Kleinhäckseln, und das dann aufnehmen, also Energie aufnehmen, Giftstoffabgabe. Das heißt, alle fettlöslichen Giftstoffe, die die Leber nicht an den Urin abgeben kann, die gibt die Leber dann an die Galle ab und die Galle landet im Darm und wird dann da ausgeschieden. Das heißt, die meisten Giftstoffe verlassen unseren Körper über den Darm und der Darm sollte natürlich intakt sein, damit die auch wirklich ausgeschleust und nicht wieder aufgenommen werden können. Es ist eine Barriere, das heißt, das, was wir jeden Tag zu uns nehmen und das vielleicht, was sich in unserem Darm tummelt, ganz viel davon möchte in unseren Körper gelangen, unseren Körper verunstalten oder infizieren. Und der Darm ist eine Barriere, um diese Sachen davon abzuhalten, in unseren Kreislauf zu gelangen und uns krank zu machen. Wenn das passiert, im kleinen Stil nennt sich das Leaky Gut-Syndrom, im großen Stil nennt sich das dann Darmbruch oder Darmriss und dann wird es lebensgefährlich. Das heißt, diese Barriere sollte intakt sein. Darmflora, das ist unser zweites Gehirn, aber auch ein eigenes Organ, das in unserem Dickdarm sitzt. Und das sollte möglichst ausbalanciert und ausgewogen sein. Dann produziert unsere Darmflora viele gute Stoffe, die unser Körper aufnimmt. Also ein Fakt, in unserem Blut ist etwa jedes vierte Molekül aus der Darmflora produziert. Das heißt, unsere Darmflora beeinflusst auch maßgeblich, wie unser Blut beschaffen ist, wie fließfähig, wie transportfähig und wie es uns entsprechend geht. Viele Hormone werden unten gebildet, teilweise sogar Vitamine und auch Stoffe, die unseren Stoffwechsel selber positiv beeinflussen können. Und natürlich unser Immunsystem, das sitzt da unten, weil es die größte Kontaktfläche zur Außenwelt ist, halbes Fußballfeld. Und über diese große Kontaktfläche wollen natürlich auch viele Krankheitserreger in den Körper kommen. Das sind so die Aufgaben des Darms. Das passiert, wenn der Darm nicht mehr gesund ist und aus seinem Gleichgewicht rausgerissen wird. Nährstoffmangel, klar, wenn wir keine Nährstoffe mehr aufnehmen können im Darm, blöd, dann haben wir Nährstoffmangel. Da können wir uns noch so gesund ernähren, es wird nichts aufgenommen. Aufnahmestörungen, das gilt dann vor allem für die Protein- und Kohlenhydratverdauung. Wenn die nicht gut ist und wenn das im Darm landet, im Dickdarm, dann kann es das Wachstum der falschen Bakterien unterstützen und dann kann es auch mal ganz schlecht gefährlich werden, zum Beispiel wenn Clostridien reinkommen. Entgiftungsstörungen sind die Folge. Wenn im Darm Probleme sind, dann beeinflusst das auch revers über die Darm-Leber-Achse oder die Pfortader, das Pfortadersystem, kann das auch Auswirkungen auf die Leber haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Leaky Gut-Syndrom habe und unser Darm sehr viele Giftstoffe durchlässt, wer filtert das? Die Leber. Und wenn die Leber überfordert ist, entzündet sich die Leber. Es kann eine Fettleber entstehen, es kann eine Hepatitis entstehen. Und wenn das passiert, sind meistens auch Stoffwechselentgleisungen wie Typ-2-Diabetes die Folge. Blöd. Toxinüberlastung, klar, wenn wir die Giftstoffe über den Darm nicht ausschleusen, sondern teilweise sogar wieder aufnehmen, weil der Darm löchrig ist, sind wir mit Giftstoffen überlastet. Psychische Erkrankungen.
muss ich nicht erklären. Und die Immunerkrankungen, wenn das Immunsystem durch den Darm überfordert, entzündet, gereizt ist, wenn es dem Darm nicht gut geht, geht es dem Immunsystem nicht gut. Und dann kommt es halt auch zu Allergien, Heuschnupfen, chronischen Entzündungen, Autoimmunerkrankungen, sogar Krebserkrankungen hängen mit dem Darm zusammen. Weil natürlich auch die Frühzeigerkennung von Krebs oder Tumorzellen Aufgabe unseres Immunsystems ist. So. Das sind mal so ein paar Symptome, an denen man erkennt, dass im Darm was nicht stimmt. Und ein paar dieser Symptome sind klar, wie Blähbauch-Bauchschmerzen, aber ein paar dieser Symptome sind so indirekt, wo man sich denkt, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Darm da verantwortlich ist, aber interessant. Und wenn du oder ein Mensch, der dir nahesteht oder deinen Patienten von diesen Symptomen berichten, dann würde ich mal beim Darm nachgucken. Akne und andere Hautprobleme wie Neurodermitis, Ekzeme, ganz klar, hängen mit Darm und Leber zusammen. Brain Fog oder Gehirnnebel, das heißt, wenn ich nach dem Essen so, ja, oder Fresskoma, aber nach jeder Mahlzeit. Energielosigkeit, Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Depression. Wenn diese Sachen da sind, würde ich auch mal in den Darm gucken. Meistens fehlen da bestimmte Bakterienstämme. Allergien, Unverträglichkeiten, chronische Erkältungen und Entzündungen, also wenn das Immunsystem entweder zu schwach ist oder überaktiv ist, Autoimmunerkrankungen auf jeden Fall auch. So 70, 80% aller Autoimmunerkrankungen beobachten wir dann auch eine Ursache im Darm wie SIBO oder Leaky Gut. Morgensteifigkeit und geschwollene Gelenke, das kann nicht nur für Rheuma stehen, sondern auch für ein Leaky Gut-Syndrom. Muskelschmerzen. Kann auch eine Darmentzündung hintergründig sein und Jucken am After. Das hat nicht immer was mit Hämorrhoiden oder Ähnlichem zu tun, sondern kann für eine Fehlbesiedlung des Dickdarms sprechen, wie zum Beispiel Clostridien oder bestimmte Parasiten, die dann dieses Jucken auslösen können. Warum Darmerkrankungen zunehmen? Das fasst eigentlich alles zusammen, warum wir immer kränker werden. Der Mensch hat sich in der Natur entwickelt. Der Mensch entfernt sich aber heute zu sehr von der Natur und seinen natürlichen Bedürfnissen. Und entsprechend leiden wir auch immer mehr an unnatürlichen Erkrankungen, die wir bei Naturvölkern und freilebenden Tieren nicht finden. Freilebende Tiere haben keine Autoimmunerkrankungen, keine Allergien, kein Heuschnupfen und auch kein Leaky Gut. Wir zivilisierten Menschen schon. Es gab mal von der Statista 2020, im Frühjahr, also vor Corona, eine Umfrage, wie viele Menschen Darmbeschwerden haben und wie viele konkret Darmerkrankungen haben, also diagnostizierte Darmerkrankungen. Und das finde ich bedrohlich. Etwa 40% aller Menschen berichten von Darmbeschwerden und nochmal 20% Menschen haben schon eine diagnostizierte Darmerkrankung. Und die 40%, die Darmbeschwerden haben, aber noch nichts diagnostiziert ist, das sind dann die Menschen, die von Arzt zu Arzt eilen und sagen, ihnen geht's nicht gut, sie haben Blähungen, sie haben Darmprobleme, sie sind ständig krank. Der Arzt findet aber nichts und sagt, Mensch, gehen Sie heim, schlafen Sie sich mal wieder richtig aus. Das sind 60% in der Bevölkerung, die Darmbeschwerden oder Darmerkrankungen haben. Das ist mehr als die Hälfte. Und das finde ich besorgniserregend. Und deswegen ist auch heute dieses Webinar so wichtig. Das sind mal so die häufigsten Darmerkrankungen. Und wie häufig die vorkommen. Reizdarmsyndrom, das ist eine Ausschlussdiagnose, heißt bloß Darmbeschwerden. Der Arzt findet nichts, hast aber irgendwie Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen oder Verstopfung. Dann sagt er Reizdarmsyndrom. Schick dich heim, maximal mit dem Iberogast und das war's. Das sind 10 bis 15 Millionen Menschen in Deutschland, nur mit dem Reizdarmsyndrom. Leaky Gut-Syndrom heißt erhöhte Darmdurchlässigkeit. Das heißt, der Darm lässt Sachen in den Körper, die da nichts verloren haben. 10 bis 15 Millionen Betroffene, schätzungsweise. SIBO, das ist eine Dünndarmfehlbesiedlung, etwa 10 Millionen, Tendenz stark steigend. Hat auch seine Gründe. Dysbiose, also eine Dickdarmfehlbesiedlung, so 5 bis 8 Millionen. Wobei hier die Dunkelziffer sehr hoch ist. Könnte noch mehr sein, das ist eine vorsichtige Schätzung. Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung, bei denen das Immunsystem auf Gluten total austickt. Das sind 1 Million Menschen. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, 500.000 Menschen. Um 2000 rum waren Crohn und Colitis noch seltene Erkrankungen. Heute sind es gängige Erkrankungen. Heute kennt eigentlich fast jeder von uns jemanden, der Crohn oder Colitis hat.
Gastritis und Sodbrennen sind Magenentzündungen, die dahinter liegen, oder auch Probleme mit der Magensäure. Das sind auch so ungefähr 5 Millionen Menschen. Und dann ist noch die Nummer 8. Da werde ich auch demnächst mehr dazu schreiben und berichten, vielleicht sogar ein Buch schreiben. Magensäuremangel. Und das ist für mich so eine neue Volkskrankheit geworden. Bei Magensäuremangel hat das ziemlich schlimme Konsequenzen auf Dauer für die Gesundheit. Weil dann gibt es natürlich Fehlbesiedlungen in Dünn- und Dickdarm, weil die Magensäure nicht mehr alles desinfiziert. Dann gibt es Nährstoffdefizite, weil der Magen einen bestimmten pH-Wert braucht, damit wir bestimmte Nährstoffe aufnehmen können, zum Beispiel B-Vitamine und Magnesium. Und bei einem Mangel an Magensäure ist die Proteinverdauung eingeschränkt. Das heißt, ja, im Dünndarm können dann die Proteine aus der Nahrung nicht wirklich aufgeschlüsselt und aufgenommen werden. Auf der einen Seite gibt es dann mehr Autoimmun, Heuschnupfen, Allergien. Ursächlich darüber, dahinter diese Proteine, auf die das Immunsystem dann irgendwann reagiert. Ja, aber es geht den Leuten einfach nicht gut, weil sie die Proteine nicht aufnehmen können. Und dann gibt es auch Fehlbesiedlungen im Dickdarm. Also Magensäuremangel ist ein Thema, über das wir auf jeden Fall noch viel mehr berichten werden, das aktuell noch sehr übersehen wird und das vor allem in der Medizin. Also fragt einen Arzt. Ein Arzt wird sagen, sowas wie Magensäuremangel gibt es nicht. Gibt es schon und er ist ziemlich verbreitet. Das ist mal, was bei Leaky-Gut-Syndrom passiert, weil viele können sich das nicht vorstellen. Wir haben eigentlich unsere Darmwand, die ist eine Zellschicht dick und die Zellen, die sind eng miteinander verbunden über so Proteine, Tight Junctions heißen die. Und wenn die Zellen schneller absterben, als sie sich regenerieren können, oder wenn die Tight Junctions aufgehen, dann bilden sich hier Lücken. Und durch diese Lücken können Krankheitserreger, Nahrungsproteine, Toxine, Schwermetalle in unseren Kreislauf gelangen. Und dann wird es problematisch. Dann sind Entzündungen die Folge, dann Immunerkrankungen die Folge, meistens auch Probleme im Stoffwechsel und der Leber. So, morgen wird alles besser, sagte die Eintagsfliege. Wenn man gesundheitliche Beschwerden hat, aber auch da rauskommen möchte, ist heute immer der beste Tag, sich zu informieren, und heute ist immer der beste Tag, um in die Umsetzung zu kommen. Das ist mir ganz wichtig. Deswegen die 5 Säulen der Darmgesundheit, mal ganz kurz wirken lassen. Über die 5 Säulen möchte ich jetzt gerne sprechen. Zu jeder Säule werde ich so viel mitgeben, wie ich in der kurzen Zeit kann. Und mit diesem Wissen ist es möglich, würde sagen, 80, 90% der Darmerkrankungen und Darmbeschwerden da draußen zu lösen. Fangen wir an mit der Ernährung. Es gibt da eine, also die Ernährung sollte so natürlich und so gesund wie möglich sein. Ist klar. Sollte so nährstoffreich wie möglich sein, auch klar. Und es gibt eine Ernährungsform, mit der ich durch die Bank weg die besten Ergebnisse erzielt habe, und zwar unabhängig davon, welche Darmerkrankungen oder welche Darmbeschwerden jetzt vorliegen. Die hat bisher überall geholfen und die hat sich auch in ersten Pilotstudien überragend gut geschlagen. So gut, dass ich sagen muss, warum geben wir Darmerkrankten noch Medikamente im Wert von vielen, vielen tausend Euro? Wenn eine Ernährungsumstellung nach wenigen Monaten schon so starke Erfolge verzeichnet. Also ich bin ein großer Fan der Paleoernährung, das heißt Steinzeiternährung, das heißt, wir essen alles, was man jagen und sammeln kann, das heißt Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch aus natürlicher Haltung oder Wildfang, Eier, Kräuter, Gewürze, also nichts, was irgendwie mit Zucker, nichts mit Getreide, nichts mit Milchprodukten. Also es ist eine wirklich sehr natürliche Ernährungsform. Und dann gibt es nochmal eine Abwandlung der Paleoernährung für Autoimmunerkrankte. Das nennt sich Paleo-Autoimmunprotokoll. Die hat sich sogar auch in der Medizin rumgesprochen durch die Pilotstudien. Und beim Autoimmunprotokoll wird dann zusätzlich noch Allergene gemieden. Also wirklich auch keine Eier, keine Saaten, keine Körner, weiterhin kein Zucker, kein Getreide, keine Milchprodukte. Und dann gab es eine Studie mit Crohn-Colitis-Betroffenen. Da haben die Betroffenen eine Ernährungsberatung bekommen und haben das dann 3 Monate gemacht. Also das Autoimmunprotokoll durchgezogen. Und nach 3 Monaten waren 70% der Betroffenen komplett beschwerdefrei und hatten keine weiteren Schübe. 70%. Schafft kein Medikament. Nur durch eine Ernährungs-
Umstellung hat sich da nach 3 Monaten schon so viel getan, dass die Personen komplett beschwerdefrei waren. Und das ist jetzt nur eine der Säulen. Und ich bin noch gar nicht auf die Naturheilmittel und die Nährstoffe zu sprechen gekommen. Nur diese Ernährungsform. Es gibt Kochbücher über das Autoimmunprotokoll. Es gibt eigene Websites über das Autoimmunprotokoll. Und in dem, was ich später vorstelle, haben wir auch noch konkrete Rezepte und Ernährungspläne dafür. Also, das ist so die Ernährung, die bei Crohn, Colitis, Leaky Gut, SIBO, Reizdarm, die ich durch die Bank weg empfehle und die überragend gute Ergebnisse erzielt. Dann gibt es noch so ein paar Superfoods, die besonders gut für den Darm sind. Da werde ich jetzt mal 12 nennen. Das sind so die 12 Superfoods, die ich am liebsten einsetze, die besonders gut für den Darm, für die Darmflora, für die Darmregeneration sind. Und die ich einfach empfehle, möglichst auch in den Alltag einzubauen. Beeren. Im Sommer, wenn sie reif sind, frisch, bunt. Aber, und das ist so die Ausnahme, auch im Winter, Tiefkühlbeeren. Wer wirklich Darmbeschwerden hat, kann auch im Winter zu Tiefkühlbeeren greifen und sich da das in den Joghurt tun oder sich einen Porridge kochen oder einfach nur die Beeren zu einem Gelee einkochen. Weil Beeren nicht nur krass viele Antioxidantien enthalten, sondern auch Pektine, die dabei helfen, die Darmflora und die Darmwand zu regenerieren. Grünes Gemüse genauso, sehr ähnlich. Plus grünes Gemüse enthält nochmal mehr Mineralstoffe und bestimmte Vitamine. Und grünes Gemüse ist für mich was Eigenständiges. Es ist grün und es ist vor allem Blattgemüse, sowas wie Spinat, Grünkohl, Petersilie. Gewürze. Und zwar hier auf Qualität achten und vor allem auf Vielfalt achten. Und je farbintensiver, desto besser. Knochenbrühe. Knochenbrühe ist so eines der Sachen, die sich absolut bewährt haben. Weil, wenn wir die Knochen von Tieren auskochen, auch von Fisch, dann löst sich das Kollagen. Es dauert so etwa 90 bis 120 Minuten, dann löst sich das Kollagen. Das Kollagen ist wie so ein Kleister, das sich über unsere Darmwand legt und dabei hilft, dass sich die Darmwand regenerieren kann. Außerdem werden noch so Schleimstoffe gebildet. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, Hyaluronsäure, N-Acetyl-Glucosamin, Chondroitinsulfat. Das sind Schleimstoffe, die auch in unserem Magen-Darm-Trakt in die Schleimschicht wandern und die Schleimschicht verdicken. Und es ist oft, vor allem bei Leaky Gut und bei Morbus Crohn, dass die Schleimschicht zu dünn ist. Und hier hilft Knochenbrühe einfach extrem gut. Plus im Knochenmark von Tieren sind sehr viele Omega-3-Fettsäuren gespeichert. Apfelessig. Apfelessig kann Sachen für unseren Darm, die ich noch nicht vollumfänglich verstanden habe. Da sind Sachen drin, die wir noch nicht beschreiben können, aber Apfelessig und auch Zitronenwasser wirkt. Apfelessig unterstützt auch die guten Darmbakterien und ist wie so ein Feger, also fegt die schlechten Darmbakterien besser raus. Also greift die schlechten Darmbakterien an. Plus, das ist mir auch ein Dorn im Auge, dass viele über so eine basische Ernährung sprechen und dass es so wichtig ist, dass unser Körper basisch ist. Beim Darm ist es wichtig, dass der Darm sauer ist. Vor allem im Dickdarm, wenn der Darm nicht sauer ist, dann können Schadkeime wie Clostridien wachsen und die Milchsäurebakterien, also die wir brauchen, die mögen es schön sauer. Das heißt, unser Dickdarm sollte wirklich schön sauer sein. Und ich sehe bei den meisten Menschen mit Darmerkrankungen einen neutralen bis basischen Dickdarm. Und das ist problematisch. Zitronenwasser, auch super, vor allem früh. Früh so ein warmes Glas Wasser mit einer Prise Salz und Zitronenwasser. Super. Super, um wach zu werden, super für die Verdauungssäfte, super für den Stoffwechsel. Und es ist wirklich so ein kleiner Energy-Kick, bevor ich unter die kalte Dusche hüpfe. Was gibt's noch? Leinsamen. Leinsamen sind super. Leinsamen enthalten pflanzliche Omega-3-Fettsäuren, von denen zwar das Gehirn nichts hat und das Herz-Kreislauf-System nichts hat, aber der Darm hat was davon, weil die pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren im Dickdarm Futter sind für die guten Darmbakterien, die Milchsäurebakterien, die lieben Leinsamen. Plus Leinsamen enthalten ein paar gute pflanzliche Proteine und sehr viele Ballaststoffe. Und diese Ballaststoffe sorgen dafür, dass Leinsamen aufquellen. Die bilden dann so ein Schleim, so ein Glibber. Und dieser Glibber ist nicht nur gutes Futter für den Darm, sondern er ist auch wie so ein Frühjahrsputz, der fegt einmal den Darm durch. Das heißt, so ein, zwei Esslöffel Leinsamen sollten jeden Tag auf der Ernährung stehen. Sprossen und Keimlinge, wir haben auch mehr berichten. Sprossen und Keimlinge enthalten vor allem Stoffe,
die spätere Gemüse oder Gras nicht enthalten. Und diese Stoffe sind auch dafür verantwortlich, dass die Darmwand sich besser regeneriert. Das sind dann so Stoffe wie DIM, Diindolmethan, oder generell Indolabkömmlinge, Sulforaphan noch aus Brokkolisprossen. Das sind alles Stoffe, die die Darmwand regenerieren helfen, aber auch Schadkeime angreifen. Wildkräuter können das ganze Jahr über gesammelt werden, kosten nichts und sind super gesund. Wer Angst vor Parasiten hat, soll sie bitte waschen, aber Wildkräuter sind wirklich super und besonders, ähnlich wie Leinsamen, so alles durchschrubben im Darm, das Löwenzahn und die Klettenwurzel. Aber auch Küchenkräuter. Frisch, getrocknet, Hauptsache ist, wie mit Gewürzen, je mehr, desto besser. Die ätherischen Öle sind genauso wie das Sulforaphan in den Sprossen, schrubbt einmal durch und hilft bei der Regeneration der Darmwand. Und die ätherischen Öle sind auch besonders gut, wenn jemand eine Fehlbesiedlung im Dünndarm hat. Weil da hilft nicht viel, aber Kräuter und ätherische Öle helfen da Bombe. Fermentiertes Gemüse, eingelegtes Gemüse, da bilden dann die Milchsäurebakterien und die Essigsäurebakterien noch weitere Stoffe, die im Gemüse nicht enthalten sind. Das Ganze wird dann probiotisch, das Ganze wird super bekömmlich und das Ganze wird auch sauer. Und diese Säure hilft, genau wie Apfelessig, dabei, das Darmmilieu zu erhalten. Und bei der Darmgesundheit ist das Milieu das alles Entscheidende. Im richtigen Milieu sammeln sich dann plötzlich die richtigen Keime an und die schlechten werden automatisch rausgehebelt. Und ist das Milieu nicht gut, dann ist das Ganze da unten wie eine Biogasanlage. Das könnt ihr euch so vorstellen. Ein sauberer, klarer Natursee versus wenn der See kippt und dann plötzlich Algen da sind, dann ist kein Sauerstoff mehr im Wasser, dann sterben die Fische ab und dann haben wir kein Leben mehr im Teich, sondern nur noch so, dann wird es ein Tümpel. Und genau wie das Milieu entscheidend ist, ob sich da als Fische wohlfühlen oder nicht, ist es in unserem Darm auch so. Das richtige Milieu entscheidet über die Zusammensetzung der Darmflora und damit auch der Darmgesundheit. Und dann noch Pilze. Über Pilze werde ich dann auch noch ein bisschen sprechen, weil Pilze sich bei der Darmgesundheit besonders bewährt haben. Hopsa. Jetzt habe ich gerade in die Fragen geguckt. Okay, passt. Jetzt scheint es auch mit der Lautstärke zu stimmen. Das freut mich. Zum Thema fermentiertes Gemüse, Schleichwerbung. Habe ich auch ein Buch geschrieben, wer das gerne lesen möchte. Ist wirklich so ein Taschenbuch mit über 35 Rezepten am Ende zum Fermentieren. Kommt sehr gut an. Ich erkläre quasi, was passiert im Darm, was macht unsere Darmflora und was passiert, wenn wir fermentiertes Gemüse essen. Dann gebe ich Anleitungen und Rezepte. Und ja, an der Stelle einfach ein bisschen Schleichwerbung. Ich werde jetzt auch noch ein paar Produktempfehlungen hier und da geben. Aus dem Grund, weil dann viele fragen, okay, wo bekomme ich das und das? Wir haben aber auch mit diesen Webinaren hier einen großen zeitlichen Aufwand. Und einen großen finanziellen Aufwand, um das alles hier zu veranstalten, kostenlos. Und diese Produktempfehlungen helfen uns, dies alles hier zu refinanzieren und helfen uns, das für alle kostenlos zu veranstalten. Das heißt, wird auch hier und da mal eine kleine Produktempfehlung kommen, wie zum Beispiel dieses Buch. Und das sind zum Beispiel Produktempfehlungen für Prä- und Probiotika. Einmal von der Firma Naturtreu. Das ist so das beste Probiotikum mit Milchsäurebakterienbasis, das ich bisher gesehen habe. Das ist super hoch dosiert und konzentriert und enthält vor allem ein breites Spektrum an Milchsäurebakterien und einem Hefestamm, der auch Schadkeime direkt angreift. Und das Pflanzenritual ist quasi ein grünes Superfood-Pulver mit über 20 verschiedenen grünen Sachen. Auch ein paar Heilpilze sind drin, Ballaststoffe, Antioxidantien. Und das ist quasi rechts sind die Präbiotika, das Futter und das links sind die richtigen Bakterien, die sich dann auch wieder ansiedeln können im Darm. Das ist einfach für alle, die sagen, okay, ich will schnell was Gutes für meinen Darm, kann ich das sehr empfehlen. Nutzt dann auch gerne die Rabattcodes. Die gelten für immer, also dauerhaft und für alle Bestellungen. Und da bekommen wir dann auch eine Provision. Und bei wirklich hartnäckigen Darminfekten habe ich mit Ferment was entwickelt, nämlich ein Sporenprobiotikum, das es so in Europa noch nicht gibt. Was sind Sporen? Sporen sind wie die Eier von Bakterien. Vorteil bei Sporen, 100% davon kommt im Dickdarm an.
Bei denen hier, bei den Milchsäurebakterien, die sind super hoch konzentriert und alles, aber da kommen nur etwa 30, 40%, wenn es gut läuft, im Darm lebendig an. Hier kommt 100% im Darm an. Und man kann als Sporen, kann man Bakterien verkaufen, die als Probiotika nicht zugelassen sind, aber super gesund sind. Und es sind nicht viele Bakterien als Probiotika zugelassen, aber als Sporen haben wir da ein paar quasi durchgeschmuggelt. Also wir konnten uns da um die Zulassung drücken, plus die kommen zu 100% im Darm an, plus die können wirklich eine ganze Menge. Also die erhöhen die Darmdiversität und diese Sporen, wenn die schlüpfen im Dickdarm, die bekämpfen Schadkeime sehr viel besser als alles, was ich bisher gesehen habe. Ich arbeite auch mit vielen Ärzten zusammen, auch funktionellen Medizinern und die haben auch eigentlich durch die Bank weg gesagt, wer das eingesetzt hat, hat gesagt, das ist vor allem bei oh, hartnäckigen Darminfekten und Dysbiose das Beste, was wir bisher gesehen haben. Und ich selber nehme das jetzt auch fast ein Jahr ein. Ich hatte einen sehr hartnäckigen Clostridienbefall im Dickdarm. Das ist kein Spaß. Und mittlerweile sind die Clostridien komplett raus. Es dauert so 3 bis 6 Monate, bis die wirklich voll anschlagen. Aber die sind wirklich sehr nachhaltig und sehr gut. Und vor allem diese Sporenbakterien, die produzieren halt auch Vitamine und Glückshormone. Also man fühlt sich auch richtig gut. Und die waren, als sie rausgekommen sind, waren sie viel teurer. Mittlerweile hat sich der Preis halbiert. Mit unserem Rabattcode und dem Sparabo, da heißt, da bekommen wir jeden Monat zugeschickt, zahlt man mittlerweile nur noch die Hälfte. Und das ist vor allem bei hartnäckigen Infekten wirklich Gold wert. So. Das waren jetzt mal die zwei Aspekte. Dann die Heilpilze. Warum spreche ich so gerne mit Heilpilzen, über Heilpilze? Weil ich finde, es sind die wertvollsten Naturheilmittel, die wir haben. Pilze sind nochmal ganz anders als Pflanzen. Pilze haben nochmal ganz andere Wirkmechanismen und Wirkspektren als Pflanzen. Und besonders was die Darmgesundheit angeht, sind Reishi, Löwenmähne und Austernpilz besonders gut. Der Austernpilz ist ein sehr guter Speisepilz. Der ist gut als Ballaststoffquelle und um die Darmflora aufzubauen, und zwar über die Ernährung. Reishi und Löwenmähne eignen sich eher weniger als Speisepilze, weil der Reishi ist hart und bitter und die Löwenmähne ist als Speisepilz sehr, sehr teuer. Aber als Extrakte kann man beide einsetzen. Und mit diesen beiden, also Reishi und Löwenmähne, habe ich auch besonders bei Leaky Gut und bei Crohn-Colitis wirklich auch krasse Erfolge gesehen. Warum? Der Reishi einmal ist gut für die Entgiftung und die Verdauung, weil er sehr bitter ist. Beide sind gut fürs Immunsystem. Reishi enthält Stoffe, die die Bildung von Abwehrproteinen in der Darmschleimhaut erhöhen. Die Löwenmähne wiederum enthält Stoffe, die die Bildung neuer Schleimstoffe verbessert. Das heißt, Löwenmähne macht die Schleimschicht im Magen-Darm-Trakt dicker und der Reishi macht die Schleimschicht im Magen-Darm-Trakt abwehrfähiger. Und die beiden zusammen sind wirklich der Knaller für den Darm. Plus die Löwenmähne regt die Regeneration der Darmwand an. Das heißt, bei Leaky Gut-Syndrom es ist ja wichtig, dass die Löcher geschlossen werden und Löwenmähne beschleunigt diese Regeneration. Und weil ich alle Produkte auf dem Markt mir schon angeguckt habe und auch die verschiedensten Rückmeldungen bekommen habe, die besten Extrakte für Reishi und Löwenmähne mit Abstand sind diese beiden. Es gibt viele andere Hersteller. Vorteil bei diesen zwei Produkten, die kommen aus Europa, die werden in Europa angebaut und extrahiert, sind Dualextrakte, super hoch konzentriert und super hohe Potenz. Und die sind stärker als alles, was ich bisher in der Praxis gesehen habe von anderen Herstellern. Wenn ich Heilpilzextrakte empfehle, wer mich kennt, der weiß, ich finde die am besten. Gibt es auch 20% auf die Extrakte und dann noch zusätzlich 10% mit unserem Code. Die Links findet ihr dann alle später im Skript und in der E-Mail. Also wenn ich quasi mit dem Vortrag hier fertig bin, schicke ich euch die E-Mail und das Skript und dann könnt ihr auch da ein bisschen stöbern. Schaue ich mal kurz in die Fragen rein. Gut. Sind die Sporen auch bei SIBO einsetzbar? Ja, bei SIBO, bei Crohn, bei Colitis. Bei Colitis empfehle ich langsam zu starten. Also wirklich nur mit einer Viertelkapsel.
weil schon eine Kapsel bei Colitis super stark wirkt, langsam steigern. Wenn ihr merkt, oha, da tut sich was, Dosis reduzieren, langsam steigern. Die sind super stark, die Sporen. Und die kann man auch zusätzlich einnehmen zu den probiotischen Dingern. Also ich mache aktuell eine Vorbereitung für eine Fastenkur. Ich werde nächste Woche Heilfasten machen. Aktuell bin ich in der Vorbereitung. Und unter anderem in der Vorbereitung und dann während des Fastens werde ich beides einsetzen, beide Produkte. Die Sporen, aber auch die Milchsäurebakterien. So, dein Urlaub. Und das ist jetzt wichtig und das wird auch einfach total unterschätzt. Wann hast du deinen Darm das letzte Mal in Urlaub geschickt? Wir selber, wir Menschen, wir machen Urlaub, wenn wir müde sind, wenn wir erschöpft sind, wenn wir krank sind, werden wir krank geschrieben oder machen Urlaub. Aber wann hast du deinem Darm das letzte Mal wirklich Urlaub gegönnt? Was gibt es für Möglichkeiten, damit der Darm mal Urlaub hat und sich erholen kann? Intervallfasten ist wie so ein freier Tag, so ein Feiertag. Das ist für den Darm. Das ist besser als gar nichts, aber wenn man das so im Alltag hat, super. Man kann einen Fastentag jede Woche machen. Das empfehle ich vor allem allen, die keine Heilfastenkur machen möchten. Und das empfehle ich allen, die vielleicht auch zu gestresst sind für eine Heilfastenkur. Aber so einen Fastentag die Woche, das können die meisten doch ganz gut. Das habe ich auch über lange Zeit gemacht. Ich habe jeden Montag gefastet, 24 Stunden nichts gegessen, habe in der Zeit auch ja, natürliche Abführmittel wie Flohsamen oder Rizinusöl eingenommen und Bindemittel. Und das hat wirklich einen großen Unterschied gemacht. Einfach so ein Fastentag. Aber noch besser ist eine richtige Darmkur. Und da habe ich auch eine Darmkur entwickelt mit ein paar Heilpraktikern und zwei funktionellen Medizinern aus Berlin, die ich dann auch später sage, wo ihr die bekommt. Oder einfach eine Heilfastenkur. Und eine Heilfastenkur ist eigentlich für Körper, Geist, Seele wie ein Reset-Knopf, eine komplette Erholung, wo der Darm einfach mal in Ruhe ausscheiden kann, wo die Leber mal in Ruhe ausscheiden kann. Normalerweise bindet unser Darm 30% des Blutes und 30% der Energie, weil er konstant am Verdauen ist. Und wenn wir fasten und diese Energie übrig ist und zum Beispiel ins Gehirn wandert, dann wirst du merken, hast du einfach viel mehr Energie und fühlst dich besser, hast mehr Klarheit. Also für Körper, Geist und Seele ist eine Heilfastenkur was unglaublich Schönes und Wichtiges. Es gibt ein paar Sachen, die sollte man wissen bei einer Heilfastenkur. Es ist eigentlich was ganz Natürliches, Heilfasten, aber viele von uns müssen ein bisschen sich daran tasten und vorbereitet werden und vor allem wissen, was sie richtig und falsch machen können. Und auch da im Februar veranstalte ich Deutschlands größten Heilfastenkongress. Da bekommt ihr kostenlosen Zugang, jeden Tag ein paar coole Interviews, ein paar coole Videos. Und da werde ich mal das Thema Heilfasten nicht nur entstauben, sondern mal komplett aufrollen, wie du Heilfasten wieder für dich nutzen und davon profitieren kannst und vor allem, wie das Heilfasten für Körper, Geist und Seele und vor allem für den Darm einfach eine geile Sache wird. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Link zur Anmeldung findet ihr dann auch in dem Skript und in der E-Mail später. Kommt dann über uns einen kostenlosen Zugang zu den ganzen Veranstaltungen. Und quasi in Vorbereitung für den Kurs, für den Kongress, werde ich dann auch nächste Woche eine Heilfastenkur für mich machen. Auch weil ich viel ausprobiere. So. Das war Säule Nummer 2. Bevor du jemanden heilst, frage ihn, ob er bereit ist, aufzugeben, was ihn krank macht. Also gucken wir uns jetzt mal Darm, Toxine und Giftstoffe an. Und ich kann jetzt leider nicht mehr in die Fragen und Antworten reingucken. Das mache ich dann zur Fragerunde. Da gucke ich mir aber jede einzelne Frage an, versprochen. Die 5 größten Darmtoxine, die in unserem Alltag lauern, sind in unserer Ernährung. Nicht in unserer Umwelt, in der Luft, sondern über das, was wir essen. Das, was wir essen, beeinflusst maßgeblich, wie es unserem Darm geht. Und ich finde es immer noch gräußlich, dass Ärzte, vor allem Gastroenterologen, sagen, die Ernährung macht keinen Unterschied. Da muss ich mir jedes Mal an die Stirn fassen. Es gibt 5 maßgebliche Giftstoffe in der Ernährung, die den Darm schaden, die Darmentzündungen begünstigen, die eine Entzündung der Darmwand begünstigt, die sich negativ auf unser Immunsystem und unsere Darmflora auswirkt und die vielleicht sogar systemische Entzündungen im ganzen Körper hervorrufen.
Und viele von euch haben das vielleicht schon mal gehört, aber nur die wenigsten machen das wirklich konsequent. Glutenhaltiges Getreide, es sei denn, es ist Sauerteig. Glutenhaltiges Getreide ist einer der größten Killer für die Darmgesundheit, weil Gluten bei jedem Menschen, egal ob ich jetzt eine Darmerkrankung habe oder nicht, bei jedem Menschen führt Gluten im Darm zu Entzündungsprozessen. In jedem. Da habe ich in meiner Doktorarbeit Studien gesehen, teilweise sogar eigene Experimente gemacht. Bei jedem Menschen führt Gluten im Darm zu Entzündungen. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, ja, dieses glutenfrei ist so ein komischer Trend, ist kein Trend. Das ist gesund. Zucker. Zucker erhöht auch die Durchlässigkeit der Darmwand, konkret die Fructose. Und hier meine ich nicht Obst, sondern gesüßte Getränke, Süßigkeiten im großen Stil. Transfette, industrielle Speiseöle sind ganz schlimm. Transfette können sogar im Milligrammbereich bei Crohn- und Colitis-Betroffenen einen Schub auslösen. Ich hatte schon Crohn-Betroffene, da haben 200-300 Milligramm Transfette gereicht. Das können zwei Pommes sein, das kann ein Teelöffelchen Margarine sein, oder ein schlechtes Omega-3-Präparat, dass es zu einem Schub kommt. Und deswegen achte ich auf Fast Food und deswegen achte ich aber auch auf die richtige Qualität bei Nahrungsergänzungen. Bei Nahrungsergänzungen in der falschen Qualität können halt auch Schübe auslösen. Die sind dann nichts gut für uns, die sind dann plötzlich Schubauslöser. Die richtigen Nahrungsergänzungen können uns regenerieren und heilen, können dazu beitragen. Die falschen Nahrungsergänzungen können alles noch schlimmer machen. Deswegen rede ich auch so viel über Qualität und deswegen ist es mir auch so wichtig, bestimmte Hersteller zu empfehlen. Wo ich weiß, die sind genau die Qualität, die man braucht. Alkohol erhöht genau wie Zucker die Durchlässigkeit der Darmwand und irgendwie industriell verarbeitete Lebensmittel. Alles, was irgendwie aus einer Fabrik kommt, und dazu zählt auch Tiefkühlpizza, Fertig-Tiefkühltorten, Gebäcksachen. Das meiste Brot kommt leider aus der Fabrik. Alles, was irgendwie aus der Fabrik kommt, was Zusatzstoffe enthält, hat eigentlich nichts in unserem Körper verloren. Und das sind die wichtigsten Killer für die Darmgesundheit. Es gibt aber auch Medikamente, die den Darm schaden können. Und das ist leider auch etwas, über das noch zu wenig gesprochen wird. Antibiotika radieren nicht nur bakterielle Infekte in unserem Körper aus, sondern eben auch unsere Darmflora. Und das heißt, nach einer Antibiotikatherapie müssen wir unsere Darmflora komplett neu aufbauen. Schmerzmittel, und da sind Aspirin, Ibuprofen und Paracetamol gemeint, wirken sich auch auf unseren Magen und unsere Darmwand aus. Paracetamol schädigt die Leber. Aspirin erhöht die Anfälligkeit des Magens und der Schleimhaut im Dünndarm. Das heißt, Leaky Gut-Syndrom kommt häufiger vor, wenn jemand Aspirin einnimmt. Und da reichen schon 100 Milligramm Aspirin, also ASS 100, reicht schon aus, dass das Risiko für Magen- und Darmblutungen und Erkrankungen steigt, weil die Schleimschicht im Magen und die Schleimschicht im Dünndarm wird immer dünner durch Aspirin. Gleichzeitig erhöhen Aspirin und Ibuprofen aber die Magensäurebildung. Das heißt, Magen und Darm werden anfälliger, die Magensäureproduktion steigt und meistens bekommen Menschen, die Ibuprofen verschrieben bekommen, gleichzeitig noch Pantoprazol oder Omeprazol verschrieben. Das macht es aber nur noch schlimmer, weil es verschiebt das Problem. Protonenpumpeninhibitoren, also diese ganzen Azole, Pantoprazol, Omeprazol, die hemmen die Bildung von Magensäure. Da denkt sich die Medizin super, dann habe ich gleich die Nebenwirkung von Aspirin und Ibuprofen ausgeglichen. Problem ist aber, wenn der Magen nicht sauer genug ist, dann desinfiziert er nicht mehr gut, dann können plötzlich Schadkeime in unseren Körper und in unseren Dünndarm sich ansiedeln, dann ist die Proteinverdauung eingeschränkt. Und dann kann unser Körper B-Vitamine und Magnesium nicht mehr aufnehmen. Und dann sind Stoffwechselerkrankungen meistens die Folge und chronische Müdigkeit. Und jeder zweite Darmpatient, der in meine Beratung kommt, hat zu wenig Magensäure und entsprechend Nährstoffdefizite und entsprechend harte Stoffwechselprobleme und chronische Müdigkeit. Und die Medikamente sind hier einfach ein Bestandteil, der das Ganze sogar noch befeuert. Stress. Kommen wir zur Säule 4, Stress.
Stress ist ein Überlebensreiz. Es ist eigentlich nur kurz und knackig gedacht in der Natur. Säbelzahntiger, wir rennen weg, wir sind in Sicherheit. Aber wir als Menschen sind heute dauerhaft gestresst. Das heißt, unser Körper ist dauerhaft im Überlebensmodus. Und wenn wir um unser Leben kämpfen oder rennen, dann wird unser Darm nicht gebraucht. Heißt, unser Darm wird weniger durchblutet. Das heißt, die Darmflora schaltet auf Überlebensmodus, weil Stress heißt auch für unseren Darm, okay, könnte sein, ich kriege jetzt mal eine Weile nichts zu essen. Und das nicht im guten Sinne wie eine Heilfastenkur, sondern dann schaltet die Darmflora auch auf Stress und dann kann es eben auch zur Ausbreitung von Schadkeimen kommen, die im Darm sitzen und einfach nur darauf warten, dass der Körper geschwächt ist. Das ist der Grund, warum wir, wenn wir gestresst sind oder dauerhaft gestresst sind, dass es dann immer wieder zum Ausbruch von Durchfallerkrankungen, aber auch von viralen Infekten kommt. Weil Viren sind ein Teil unserer Umwelt, ein Teil unseres Körperökosystems. Und wir haben in unserem Darm so aktuell sind über 100 verschiedene Viren bekannt, die im Darm natürlich vorkommen, die nur darauf warten, dass wir so gestresst sind, dass sie sich ausbreiten können. Prima. Stress kommt immer dann, wenn die Erwartungen, die wir haben an uns, an unser Leben, an unsere Mitmenschen, wenn die Erwartungen größer sind als die Realität, dann sind wir enttäuscht, dann sind wir gestresst. Das heißt, die Erwartungen, die wir an eine bestimmte Sache haben, ist das eine. Aber wenn die Realität dem nicht entspricht, dann ist es ein Problem. Dann entsteht ein Stressreiz. Und das sind jetzt mal die wichtigsten Tipps, die ich mitgeben kann, um einfach entspannter zu sein und weniger Stress im Alltag zu haben. Stresskompetenz ist etwas, was du aufbauen kannst. Ich werde dieses Jahr noch eine Weiterbildung zum Stresscoach machen. Das kann ich dir jetzt schon mal mitgeben. Mit allem, was ich bisher gelernt habe, kann das hier schon reichen, um den Stress, das Stresslevel in deinem Alltag entscheidend umzukrempeln. Lerne Nein zu sagen. Viele von uns sind so Harmoniestreber. Ich habe auch dazu gehört. Und die Harmoniestreber wollen Harmonie. Denen fällt es ganz, ganz schwer, Nein zu sagen. Das ist ganz schwer. Also lerne Nein zu sagen. Nein bedeutet Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Nein bedeutet Grenzen setzen. Und manchmal ist es einfach gut, im Alltag Grenzen zu setzen. Und Darmerkrankungen sind oftmals auch eine Folge dessen, dass wir keine Grenzen im Alltag setzen können. Dann schädigt das emotional die Grenzen, also die Barrieren in unserem Körper. Das heißt, Leaky Gut-Syndrom, Gastritis sehen wir besonders häufig bei Menschen, die nicht Nein sagen und keine Grenzen setzen können. Das Emotionale, was um uns herum passiert, manifestiert sich auch in unserem Inneren. Deswegen ist die Säule 5, über die ich dann gleich sprechen werde, Emotionen. Stress entsteht auch, wenn du deine eigenen Bedürfnisse nicht beachtest und nicht erfüllst und lebst. Das heißt, kenne und wertschätze deine Bedürfnisse. Das ist wichtig und dann stehe auch dazu. Akzeptiere dich mit allen Stärken und Schwächen. Auch unsere Schwächen sind Teil von uns und unsere Gesellschaft ist darauf ausgelegt, und das mag ich an Deutschland überhaupt nicht, unsere Gesellschaft ist darauf ausgelegt, auf den Schwächen rumzuhacken. Wenn ich zum Beispiel einen Test schreibe und ich habe 90% richtig, auf was hacken wir dann rum? Auf den 10%, die wir falsch haben, anstatt uns über die 90% zu freuen, die wir richtig haben. Und genauso ist das. Wir haben in unserer Gesellschaft eine zu geringe Akzeptanz von Schwächen und konzentrieren uns zu wenig auf die Stärken. Akzeptiere dich so, wie du bist. Stress endet mit der radikalen Akzeptanz und Annahme von dir selber. Akzeptiere, dass du nicht perfekt sein musst. Keiner von uns muss perfekt sein. Deswegen habe ich auch muss nur mit einem S geschrieben. Weil ich das Gegenteil von einem Perfektionisten bin. Akzeptiere, dass du nicht allen gefallen und es recht machen musst. Wer es allen recht machen muss und allen gefallen möchte, der macht es einer Person nicht recht, sich selbst. Wenn du allen gefallen und es allen recht machen musst, dann lebst du im Grunde nicht dein Leben, dann lebst du im Grunde das Leben der anderen, weil du immer nur darauf achtest, es den anderen recht zu machen, anstatt es dir recht zu machen. Wenn du aber beginnst, deine eigenen Bedürfnisse zu sehen, lernst Nein zu sagen und das Leben führst, das du möchtest, das du dir wünschst, und nicht mehr darauf achtest, was immer alle um dich herum sagen. Das nennen wir dann ein selbstbestimmtes und freies Leben. Das nennt sich dann Persönlichkeitsentwicklung. Und auch da werden wir immer mehr machen.
Emotionen. Eine Emotion, der Begriff Emotion, Energy in Motion, Emotion, Energie in Bewegung. Das heißt, eine Emotion ist nicht das, Emotion und Gefühl sind zwei verschiedene Dinge. Eine Emotion ist ein Energiestrom in unserem Körper, der entsteht, wenn wir im Außen oder im Inneren etwas wahrnehmen. Zum Beispiel, mein Partner überrascht mich mit einem Strauß Blumen und einem leckeren Essen. Freude, Energie. Diese Energie spüren wir dann in uns. Wichtig, im Bauch werden Emotionen erzeugt und gespeichert. Unterdrückte oder überzogene Emotionen tragen erfahrungsgemäß immer zu Darmbeschwerden bei. Und es gibt bestimmte nicht gelebte oder überzogene Emotionen, die zu bestimmten Darmerkrankungen beitragen und die ich bei über 90% der Betroffenen sehe. Beispiele: Bei Morbus Crohn sehe ich unterdrückte Wut. Und diese unterdrückte Wut, dies führt dazu, dass irgendwann sich diese Wut, diese Energie, sich im Bauch manifestiert und als Entzündung niederschlägt. Colitis ulcerosa beobachte ich auf der einen Seite Verbissenheit. Also wenn ich verbissen bin, dann bin ich auch so komisch angespannt im Unterbauch. Und das führt dann auch zu Colitis. Aber auch nicht loslassen können. Das sehe ich dann zum Beispiel bei Müttern, deren Kinder langsam erwachsen werden, deren Kinder das Haus verlassen. Die können, wenn die nicht loslassen können, dann kann sich das entweder in Verstopfung niederschlagen oder ganz schlimm in der End, im schlimmsten Fall in Colitis ulcerosa. Diese Verbissenheit sehe ich eher bei jungen Betroffenen von Colitis und dieses nicht loslassen können, typischerweise bei Eltern, deren Kinder langsam erwachsen werden. SIBO. SIBO bedeutet, ich habe eine Fremdbesiedlung im Dünndarm, die da nichts verloren hat. Und auch im Leben ist bei diesen Menschen oft ein gewisses Maß an Fremdbestimmung da, das sich dann auch auf SIBO, als SIBO manifestiert. Leaky Gut-Syndrom, keine Grenzen setzen. Wenn jemand zu allem Ja und Amen und kein Nein sagen kann, keine Grenzen setzen kann in seinem Umfeld, dann führt das auch dazu, dass in unserem Inneren Grenzen, heißt Barrieren, anfälliger werden. Und ich denke, das mit den Emotionen ist für viele hier, denke ich mal, ein krasses Learning, das ich aber wirklich mit einer Trefferquote von über 90% in meinen Beratungen sich widerspiegeln. Und wenn ich mich mit anderen Gesundheitstherapeuten austausche, die auch mit Emotionen arbeiten oder Emotionscoaching machen, die bestätigen mir das. Und auch das hier dann erkennen, wenn du siehst, ah, das könnte bei mir sein oder bei Menschen, die ich sehe, das ist dann der Fall für entweder Selbstreflexion oder hier gezielt auch ein Coaching zu suchen, ein Emotionscoaching zum Beispiel. So, ein paar Nahrungsergänzungen noch, die einfach gut für den Darm sind, die sich bewährt haben, und zwar eigentlich bei jeder Darmerkrankung, bei jeder. Wie auch bei den meisten, wenn es Nährstoffe sind, im Mangel vorliegen. Und weil diese Nährstoffe im Mangel vorliegen, fehlen im Darm Reparaturmechanismen. Das heißt, der Darm entzündet sich, bleibt chronisch entzündet und das führt dann zur Chronifizierung dieser Darmerkrankung. Vitamine A und D, je 5000 Einheiten brauchen die meisten täglich, um gut versorgt zu sein. Und hier Vitamin A und D, beide wirken zusammen als Regenerations- und Wachstumsfaktoren der Darmwand und fürs Immunsystem, Kollagen. Etwa 20 Gramm täglich. Kollagen ist wie so eine Art Kleber, der sich über die Darmwand legt und dabei hilft, Löcher zu stopfen. Bei Leaky Gut ganz wichtig. Und hier 20 Gramm täglich Rinderkollagen. Oder seit letztem Sommer arbeite ich auch mit einem Fischkollagen, das sehr, sehr potent ist, wo schon 10 Gramm am Tag reichen. Das ist ein bisschen hochpreisiger, aber mit dem habe ich auch sehr starke Erfahrung gesammelt. Reishi- und Löwenmähne-Extrakt oder Hericium-Extrakt ist dasselbe. Hier zwei Kapseln täglich, empfehle ich bei jedem, der Darmbeschwerden hat oder Darmerkrankung. Glutamin bei Darmentzündung oder Leaky Gut-Syndrom, 20 Gramm täglich, 14 Tage. Das ist wie so eine Kur. Und Glutamin ist Futter für die Darmwandzellen. Die, wenn sie Glutamin sehen, schnappen sich und das hilft bei der Regeneration. Da empfehle ich mal eine Kur zu machen. Zink, das ist besonders bei Leaky Gut wichtig, auch ein Wachstumsfaktor, 20 Milligramm. Und jetzt, ganz wichtig, Omega-3.
Die Regeneration und Heilung im Darm kann erst richtig stattfinden, wenn der Omega-3-Index bei über 9% liegt. Der Omega-3-Index, das kann man dann im Blut messen, das ist der Anteil der Omega-3-Fettsäuren der Erythrozytenmembran. Und in der Praxis, aber auch aus Studien, wissen wir, dass erst ab einem Omega-3-Index von über 9% die Heilungsprozesse wirklich auch zügig stattfinden. Das heißt nicht, dass dann keine Heilung stattfinden kann, aber das dauert zum Teil ewig. Und mit Omega-3 geht es schneller. 2 bis 4 Gramm sind dafür täglich nötig. Und wichtig bei Omega-3 ist die Qualität entscheidend. Ein schlechtes Omega-3-Präparat, wir wollen ja was für unsere Gesundheit tun, was Gutes. Ein schlechtes Omega-3-Präparat, das schon oxidiert ist, das vielleicht auch Transfette enthält, kann im schlimmsten Fall zu einem Schub führen. Ein gutes Präparat mit wirklich einer 1A-Qualität und am besten auch mit Omega-3-Test, dass wir wissen, wann haben wir diese 9% vom Index erreicht. Damit habe ich einfach die besten Erfahrungen gesammelt. Und dann tust du dir auch wirklich nachhaltig was Gutes, besonders wenn du schon eine Darmerkrankung hast. Und wir haben da in unserem Empfehlungsbereich bei Schnell einfach gesund ein Algenöl, das wir empfehlen, das gut ist. Aber wirklich die besten Ergebnisse habe ich mit einem Produkt gesammelt, das heißt Goldöl von der Firma Ecology aus Norwegen. Das ist das beste Omega-3-Präparat, das es aktuell gibt. Fischöl, komplett gereinigt, auch Schadstoffe und Schwermetalle, null Oxidation und es enthält vor allem noch viele Antioxidantien für den Darm und auch fürs Gehirn, also für den kompletten Körper. Und damit habe ich die besten Erfahrungen gesammelt, vor allem bei Darmerkrankungen. Dass wir einen Test machen, dass wir schauen, wie ist dein Omega-3-Index jetzt. Es dauert 6 Monate, um die Speicher komplett zu füllen. Das heißt, du bekommst 6 Monate lang das Goldöl zugeschickt. Das kostet im Monat 60 Euro, was vielleicht nicht wenig ist, aber das ist wirklich der Knaller, das kann ich sagen. Interessanterweise sind viele bereit, für Heilpilze mehr auszugeben, aber bei Omega-3 wird gespart. Ich empfehle, mit dem Omega-3 zu beginnen, weil das Omega-3 wirklich der Nährstoff ist, der für Regeneration und Heilung auch steht in unserem Körper. Dann gibt es 6 Monate das Goldöl, nach 6 Monaten messen wir nochmal nach und in der Regel ist nach 6 Monaten der Wert top und den Menschen geht es auch viel, viel besser. Wenn du das gerne machen möchtest, E-Mail an mich und dann machen wir das. So, und dann komme ich jetzt auch schon Richtung Zusammenfassung. Blick auf die Uhr. Ah ja, okay. Hab doch gesagt, 75 Minuten. Nee, 5 bis 10 Minuten brauche ich noch. Und dann können wir in die Fragerunde übergehen. Das kann man jetzt mal kurz zusammenfassen. Dein Körper kann, wenn du eine natürliche Lebensweise an den Tag legst, du ein gewisses Körperbewusstsein entwickelst und eine gewisse Achtsamkeit und auch deine Emotionen berücksichtigst. Emotionen wollen nämlich wahrgenommen und gesehen werden. Wenn Emotionen nicht wahrgenommen und gesehen werden und du sie unterdrückst, dann bauen die sich auf. Dann werden die immer stärker. Und irgendwann schlagen die sich dann vielleicht auch als Krankheit nieder. Symptome beobachten, ständig, immer bei dir, bei Mitmenschen. Bewusstsein. Vor allem Crohn und Colitis kann man im Frühstadium noch erkennen und besser arbeiten, als wenn sie schon ausgebrochen sind. Ursachen beseitigen, das sind die 5 Säulen, über die wir heute gesprochen haben. Hilfe in Anspruch nehmen. Wenn du merkst, du kommst allein nicht weiter, nimm Hilfe in Anspruch. Entweder von einem guten Therapeuten, von einem Arzt, einem Heilpraktiker, der sich da wirklich auskennt, einem Coach. Greife aber auch gerne zu Hilfsstoffen, die dich unterstützen. Und da sind die Heilpilze einfach top. Und vor allem ein richtig gutes Omega-3. Und beim Darm, es dauert, hab Geduld, hab Disziplin. Es dauert zwischen 3 und 9 Monaten etwa, bis du komplett beschwerdefrei bist. Und ich habe das schon erlebt, dass es sehr schnell ging, wenn wirklich jemand Vollgas gegeben hat. Es kann aber auch bei Leaky Gut ein paar Monate dauern. Bei Crohn-Colitis ist auch komplett löchrig, kann es auch ein paar Monate dauern. Das heißt, gib deinem Darm die Chance, die Zeit, die er braucht. Mit den Mitteln und den Methoden hier aus dem Webinar kannst du da bereits eine ganze Menge bewirken. Und dann, wenn du das Vertrauen hast, dass dir das gut tut und dass dir das hilft, wie gesagt, das ist praxisbewährt und das habe ich nicht allein entwickelt, sondern mit vielen, vielen Ärzten und Heilpraktikern zusammen. Wenn du das Vertrauen hast und die Geduld und die Disziplin, dann wirst du belohnt werden. Das kann ich dir versprechen. Das ist kein Roulette, sondern unser Körper macht auch, wenn wir ihn lassen. Und für alle, die noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen, für alle, die sich vielleicht auch weiterbilden wollen, ich weiß, wir haben viele Gesundheitsberufe hier, die unsere Webinare sich anschauen, um sich weiterzubilden, was ich super cool finde.
Wir haben aber auch viele Gesundheitsbegeisterte wie mich, die einfach alles wissen wollen. Und wir haben vor allem auch viele Betroffene, die vielleicht nicht weiterkommen und die gerne mal in die Hand genommen werden wollen. Für alle, die sagen, Webinar war geil, aber ich will noch tiefer einsteigen, ich will noch mehr wissen, haben mein Team und ich in den letzten Wochen was entwickelt, was ich jetzt mal ganz stolz präsentieren darf, nämlich ta-ta-ta, einen Darmgesundheitsmasterkurs, wo wir wirklich unser ganzes Wissen, unsere ganze Praxiserfahrung und das aus und das der Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, reingepackt haben. Als Online-Kurs. Das heißt, es ist ein Mitgliederbereich, Online-Kurs, regelmäßige Gruppencoachings zum Thema Darmgesundheit. Und alles, was ich auch aus den Coachings der letzten Jahre mitgenommen habe, was gewirkt hat. Und es sind Prinzipien, wenn man die anwendet, das wirkt einfach. Das haben wir alles mit reinfließen lassen und vor allem wie so eine Hilfestellung gemacht, um dich an die Hand zu nehmen, um da komplett begleitet zu werden, aber auch wirklich komplette Anleitungen zu bekommen. Was musst du machen, was wie, was musst du essen, was nicht. Also sehr viel tiefer und sehr viel ausführlicher, als ich es in dieser 1 Stunde Webinar machen könnte, haben wir das alles in diesen Online-Kurs eingebaut. Und er ist tatsächlich heute erst fertig geworden. Also wir haben wirklich unter Hochdruck die letzten 8 Wochen gearbeitet. Und das sind immer coole Präsentationen, sind teilweise auch einfach Praxisvideos. Und zwar von allen aus unserem Team, jeder hat beigetragen. Und das sind insgesamt jetzt 8 Module mit fast 30 Lektionen geworden, wo ihr wirklich mal tiefer einsteigen könnt. Also was du bekommst, das ist ein Online-Mitgliederbereich mit Zugang zu über 27 Lektionen, über aktuell, boah, über 8 Stunden Videomaterial, also sehr viel ausführlicher, als ich es in diesem Webinar könnte. Und vor allem dieser Kurs ist ein lebender Organismus. Das bedeutet, er wächst, er entwickelt sich weiter. Wir werden ständig neues Material reinladen. Wir holen uns ständig Feedback der Teilnehmer, fragen, was wird noch gewünscht, was fehlt noch? Und wir werden diesen Kurs ständig erweitern. Er ist ganzheitlich und es ist in dieser Ganzheitlichkeit, also Körper, Geist, Seele, Emotion, einzigartig in Europa. Bisher gibt es keinen Darmkurs, der so ganzheitlich und ausführlich an das Thema rangeht. Er ist vor allem sehr auf den Punkt, also kein Blabla. Das war nur wichtig, dass die einzelnen Lektionen kurz und knackig sind, aber halt nicht ausufern, so dass es auch als Weiterbildung taugt für alle, die vielleicht keine Zeit haben, sich 50 Stunden Online-Material reinzuziehen, sondern wirklich auf den Punkt und nur das Relevanteste. Da sind Ernährungspläne drin, Rezepte, Fragebögen, Auswertungshilfe, Analysehilfen für Blut, Stuhlanalysen, was bedeutet welches Symptom, was bedeutet welcher Wert. Also wirklich alles, was wir in unseren Coachings auch mitgeben und sehr, sehr viel ausführlicher. Wir machen einmal im Monat ein Gruppencoaching für alle Fragen, die noch da sind und für alle Beschwerden, die vielleicht noch übrig sind. Und für alle weiteren Kurse, wir werden dieses Jahr wirklich einen großen Kursbereich aufbauen, wir schnell einfach gesund, mit vielen Kursen zu Themen, die sich gewünscht wurden. Und Darm war einfach Nummer eins. Haben die meisten, wir haben eine Community-Umfrage gemacht und die meisten haben gesagt, Darm, Darm, Darm ist unser Thema. Wir wollen, dass ihr was zu Darm macht. Und das hat mich gefreut, weil ich gerne über Darm rede. Genau, für alle weiteren Kurse gibt es Folgerabatte. Das möchten wir auch anbieten, weil sich natürlich auch bestimmte Sachen überschneiden. Also es ist nicht nötig, dann den vollen Preis für jeden neuen Kurs zu zahlen. Es gibt eine Geld-zurück-Garantie für alle, die sich noch nicht so ganz sicher sind. Ah, es ist jetzt das Richtige für mich. Möchte ich das? Kann ich das? Oder für alle, die dann hinterher enttäuscht sind, ah, das war jetzt doch nicht das, was ich wollte, gibt es eine Geld-zurück-Garantie. Also kein Risiko, wirklich kein Risiko. Und alles in diesem Kurs zusammen ist wirklich eine Anleitung zu einem beschwerdefreien Leben. Also alles, was ihr dazu braucht und alles, was bisher aus unserer Praxis geholfen hat. Und gleich gibt es noch eine E-Mail mit allen wichtigen Infos und dem Skript. Und für alle, die da jetzt schon mal mit einsteigen wollen, packe ich jetzt mal einen Link in den Chat. Da könnt ihr euch schon mal informieren und wer will, kann sich das mal genauer angucken und dann schauen, wenn es sich anspricht, ihn direkt den Zugang sichern. Für nicht schnell einfach gesund Leser haben wir einen Preis von 8,99 angesetzt, weil er wirklich sehr, sehr ausführlich und sehr umfassend ist und sehr praxisbewährt. Das heißt, für schnell einfach gesund Leser haben wir einen regulären Preis von 4,99 und für die ersten 50 Teilnehmer von diesem Kurs
Und in den nächsten 7 Tagen machen wir quasi einen Early Bird Price von 3,99. Also das ist dann boah, fast 60% Ersparnis zu dem regulären Preis, die es außerhalb dieser Community gibt. Und dieser Early Bird Price ist wirklich bis nächsten Freitag für die ersten 50 Teilnehmer. Und wer möchte, kann jetzt mal schauen, kann schauen, ist es was für mich? Ja, nein. Es wird am Ende auch eine kleine Abschlussprüfung und eine Urkunde geben. Das heißt, für alle Gesundheitsberufe könnt ihr euch dann am Ende ein Diplom zuschicken lassen. Das ist auch ziemlich cool. Und ja, der wird stellen, also der ist wirklich ein super schöner Mitgliederbereich mit ganz vielen, es sind sogar 8 Module. Nee, doch, 7. Acht Module. Ja, mit fast 30 Lektionen, aber es werden wahrscheinlich, ja, eher so 40 bis 50 am Ende werden. Genau, also super schön geworden, aber vor allem praxisbewährt und das, was du einfach brauchst, um ein beschwerdefreies Leben zu führen. Und wenn dir das aus diesem Webinar vielleicht nicht reicht, wenn du sagst, du wirst noch gerne tiefer eintauchen oder wenn du Gesundheitstherapeut bist, Gesundheitsberuf bist und da noch mehr wissen möchtest zu dem Thema, dann ist das genau für dich. Genau für die haben wir das entwickelt. Den Link findest du jetzt im Chat. Ich hoffe, der Link funktioniert. Ja, der müsste jetzt im Chat zu finden sein. Ansonsten bekommt ihr gleich eine E-Mail mit den wichtigsten Links. Ja, und der Early Bird Prize für die ersten 50 Teilnehmer. Also, finde ich gut. So, dann komme ich zu einer kleinen Zusammenfassung und dann gibt es die Fragerunde. Lass weg, was dein Darm nicht mag. Iss und trink, was dein Darm mag. Ganz simpel. Gönne dir und deinem Darm Auszeiten und faste immer mal. Hör auf eine gute Nährstoffversorgung. Kümmere dich um deine Emotionen. Und stresst dich nicht. Wenn du das berücksichtigst und das anwendest, dann hast du genau die Darmgesundheit, die du verdienst. Dann hast du die innere Balance und die innere Stärke, die du vielleicht auch verdienst. Und dann kannst du dich auch wirklich mal auf deinen Darm und dein Immunsystem verlassen. Und es ist ein tolles Gefühl, sich auf seinen Körper zu verlassen, verlassen zu können. Es ist ein tolles Gefühl, wenn einem der Darm immer wieder, wie sagt man, ein Schnippchen schlägt. Genau. Ich bin jetzt ziemlich durch mit meinen Inhalten. Jetzt schalte ich mich erstmal wieder groß. So.